So, hallo zusammen. Ich hatte ja versprochen, dass ich noch kurz ein Video mache, wo ich erkläre oder die Unterschiede zwischen den einzelnen Gabeln im Enduro-Segment oder Trail-Segment. Ich hatte ein Video draußen gedreht die Tage. War auch meiner Meinung nach ganz gut, aber 45 Minuten lang. Also ich neige ja dazu, etwas verbal auszuschweifen, deshalb war das vielleicht nicht ganz so geil, wenn einer eine kurze Info haben möchte, ein 45-Minuten-Video dazu. Ich versuche das Ganze jetzt noch mal ein bisschen kürzer. Draußen ist gerade jetzt nicht so geiles Wetter, deshalb habe ich mich kurz hier in meine kleine Werkstatt zurückgezogen. Ich habe hier mal drei Räder hingestellt und noch eine Gabel davor. Ich hatte, als ich das Video gemacht habe, noch eine DVO Diamond Boost von einem Bekannten noch hier. Die habe ich jetzt leider nicht mehr da, deshalb kann ich die jetzt nicht mehr vergleichen. Aber ich gehe jetzt mal auf die für mich so ja, wichtigsten paar Gabeln ein und was die Unterschiede sind und was ich wem raten kann. So, in aller Munde für Leute, die sich mit Specialized oder so befassen, was ja mit einem Brand ist, was sehr, sehr viele haben wollen. Die verbauen ja mittlerweile Öhlins seit 3 Jahren ganz gut, deshalb habe ich die auch mal mit reingenommen. Und weil das eine Gabel ist, die sehr polarisiert. Deshalb steht die noch davor, ist diese schwarze hier. Hier vor steht es eine RXF 36. Dann jetzt mal kurz erklärt, was der Sache ist. Kurz zu dem Setup hier. Wir haben hier ganz links im Bild auf dem Stumpjumper eine Fox 36 Elite mit einer Fit 4 Kartusche. In der Mitte auf dem S-Works Epic Evo haben wir eine Pike mit einer RC, also eine Pike 2019 mit einer RC Kartusche. Und auf dem Yeti ist eine Fox 36 Factory auch mit Fit 4 Kartusche. Zudem gibt es ja noch auf dem Yeti, was ich momentan fahre, auf dem SB130, ist ja noch die Kartusche mit Quatsch, ist ja noch eine Fox 36 Performance mit einer Grip 2 Kartusche. Und auf die Unterschiede und was für wen was ist, gehe ich jetzt gleich nochmal kurz ein. Also, vorweggenommen, die Quintessenz. Ich fange direkt mit dem Fazit an von meinem letzten Video, wo ich nach 35 Minuten zum Fazit komme oder so. Wer auf Preis-Leistung achtet, sollte RockShox kaufen. Punkt. Das ist direkt schon mal das Gelaber vorweg. Nicht nur, dass der Anschaffungspreis geringer ist, sondern die Wartungskosten sind geringer. Ich weiß, dass die meisten von euch eine Gabelwartung, wenn überhaupt einmal im Jahr in Betracht ziehen, nur die so lange fahren, bis sie nicht mehr funktioniert. Und da kann ich nur sagen oder die Frage stellen, macht ihr das mit eurem Auto genauso? Fahrt ihr auch ein Auto, kauft euch einen Neuwagen und ignoriert einfach mal alle Inspektionsintervalle. Also wenn ihr das da auch macht, dann macht es auch mit dem Fahrrad so, dann ist euch eh nicht mehr zu helfen. Dem Rest von euch muss ich ganz ehrlich sagen, die Hersteller sagen das nicht aus Jux und Dollerei. Also da ist schon ein bisschen was dran. Vielleicht für den einen oder anderen, der so wie er die Gabel nutzt, sind diese Inspektionsintervalle von 25 bzw. 50 Stunden, Fahrstunden, nicht ganz aussagekräftig, weil sie halt die Gabel noch lange nicht so benutzen, wie sie benutzt werden soll. Aber ansonsten kann ich nur raten, macht euren Service, lernt, wie es selber geht und dann macht den von mir aus selber, wenn es euch die 120 Euro zu teuer sind. Aber auf der anderen Seite, wenn Leute eine Gabel kaufen, die 1.400 € kostet, so wie eine Fox 36 Factory mit Grip 2 Kartusche, dann sollte ich auch die 100 € im Jahr haben, um das Ding warten zu lassen. Sonst funktioniert die halt auch einfach nicht richtig, weil nach 50 Stunden ist die so sticky, also dann ist das Öl da drin fast verbraucht, da ist so viel Matsch und sonstiges an den Dichtungen vorbeigegangen, da ist nur noch eine Plörre unten drin. Die Abstreifer und die, ich sag jetzt mal eine Art Simmerringe, die da drin sind, die sind halt nicht mehr so, dass sie gut schmieren und dann haben die ein Ansprechverhalten wie eine Radeon schieß mich tot von SR Sontour. Also dann hätte ich das Geld nicht ausgeben müssen, um diese Performance zu bekommen. Das ist halt das, was ich bei vielen nicht
raffe. Das ist dann wirklich nur dieser Bling-Bling-Faktor und ich will eine goldene Gabel haben. Das hat dann aber nichts mehr damit zu tun, dass die Leute auch schätzen, was für eine Performance diese Gabel abgibt. Weil wenn ich sie nicht warte, dann gibt die diese Performance einfach nicht ab. Das ist schon mal Schritt 1. Nummer 2 ist Unterschied Fox und RockShox. Eine Fox steht, ja, ist von der Dämpfung, das hat sich jetzt so ein bisschen angeglichen. Also es war vorher so, also bis 2018 habe ich mit RockShox im Enduro-Segment nicht wirklich viel anfangen können. Die sackten mir zu schnell durch, die waren mir zu fluffig im oberen Bereich und ich konnte die nicht so einstellen, dass das für mich irgendwie annehmbar okay war. Also deshalb wäre ich niemals auf die Idee gekommen, in irgendeinem Rad eine Pike oder sonst irgendwas zu fahren, weil es einfach nicht mein... Ja, ich habe es mehrfach ausprobiert in einem Pivot 429 Trail und sowas und für so normale Touren ist das okay, aber wenn es ein bisschen rauer zur Sache ging, dann rauschte die mir einfach zu schnell durch den Federweg ungedämpft und das war einfach nicht meins. Das ist bei einer Fox schon anders, da ist ein bisschen mehr, wird ein bisschen mehr Wert auf die Dämpfung gelegt und die fährt sich auch etwas, ja, wie soll man sagen, lebendiger, hätte ich jetzt fast gesagt. Bei den neuen 2019, 2020er Gabeln von RockShox sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Die haben sehr stark an ihren RC2-Kartuschen und Co. gearbeitet. Auch die neuen RCT-Kartuschen sind wirklich gut. Da ist wesentlich mehr Dämpfung drin. Gefällt mir persönlich besser. Kommt noch immer nicht an eine Öhlins ran. Aber gefällt mir persönlich wesentlich besser. Es gibt viele, die sagen, oh, die ist nicht mehr so schön fluffig und so. Ja, aber ich will nicht fluffig, dann kaufe ich mir ein Marshmallow. Ich möchte eine Federung, die funktioniert, so wie sie funktionieren soll. Und da geht es dann auch schon los mit Anfängern und Nicht-Anfängern. Ein Anfänger hat meistens die Gabel komplett offen und fährt sie auch komplett offen und flufft dann so durch die Gegend und freut sich, dass die Gabel arbeitet und möchte da sehen, dass sie arbeitet. Und wenn er nicht sieht, dass die Gabel schon bei kleinsten Sachen anspricht, dann sind die meistens enttäuscht und sagen, ja, meine Gabel, ich brauche ein Upgrade, die arbeitet nicht richtig, wenn ich einen Feldweg fahre. Ja, wenn du einen Feldweg fährst und normal pedalierst, dann soll die Gabel auch nicht funktionieren, weil dafür ist sie nicht gedacht. Also eine Enduro-Gabel soll funktionieren oder soll ansprechen, wenn du irgendwo vernünftig runterfährst. Und dafür haben die eine Low- und High-Speed-Druck- und Zugstufe mittlerweile, so manche Modelle. Und das stellt man ja so ein, dass man im normalen Pedalieren, dass das nicht anspricht. Also dafür haben wir ja im oberen, im blauen Segment, also Compression, die Low-Speed-Compression, auch LSC heißt es, glaube ich, bei den meisten, die dafür da ist, dass kleine Bodenwellen, also diese Bewegungen in dieser Frequenz, weggenommen werden, dass es sich da versteift und dass du pedalieren kannst und dass die Gabel nur noch ein ganz kleines Stück geht. Das gleiche ist dann auch beim hinteren Dämpfer so. Das blaue ist meistens, also das blaue ist die Compression und rot ist der Rebound. Und mit dem blauen stellst du ein, wie schnell die Gabel eintaucht und mit dem roten stellst du ein, wie schnell die Gabel wieder auftaucht. So, und die meisten fahren sowohl rot als auch blau alles offen. Und dann sage ich, dann kauf dir lieber ein Rad, was keine Federung hat, weil dann kannst du es auch gleich sein lassen, weil ich halte das für sehr gefährlich. Wenn jetzt eine 80 Kilo Person die Gabel auf seinen Sack, also auf seinen Negativfederweg einstellt und alles komplett offen hat und fährt irgendwo einen Drop von 40, 50 Zentimeter runter, dann wird dieses Rad komprimiert, also taucht einmal ein. Und dann schießt das ohne Vorwarnung die Person aus dem Sattel. Das sind diese ganzen Videos, die man bei GMBN und keine Ahnung wo sieht, wo die Leute sich kaputt lachen. Und die Leute mit ihrem Rad runter, fumm, und werden dann so rausgeschmissen. Die haben ihre Federung. In den 90% der Fälle haben die einfach nichts vernünftig eingestellt. Das heißt, die Federung kommt viel zu schnell raus und wirft die Leute quasi vom Rad. Und dafür ist diese Dämpfung da, um solche Sachen auch zu kompensieren. Und da sollte man auch mal sich eine Nummer mit beschäftigen, wenn man sich auch schon einen Fully holt.
Das nur kurz am Rande dazu. Und da finde ich jetzt zu den aktuellen Modellen, Modelle 2020, egal was ihr da holt, ob Fox oder RockShox, ihr werdet mit beidem glücklich. Die haben sich von der Dämpfung her angenähert. Ich könnte jetzt keinem sagen, dass jetzt eine Fox 36 Factory Grip 2 oder eine RockShox Lyric, ob eine von beiden jetzt großartig besser wäre. Das Einzige, was du hast, die Wartungsintervalle sind bei der Lyric doppelt so groß. Das heißt, wenn du ein bisschen mehr auf das Budget achtest und willst nicht unbedingt eine goldene Beschichtung haben, die ist dir scheißegal, weil vom Ansprechverhalten sind die beide gleich. Also ob Kashima oder nicht Kashima, ist Jacke wie Hose, das fühlt kein Mensch. Das sind vielleicht 3% oder so, die kann kein Mensch merken. Und wenn er da was merkt, dann bildet er sich viel ein. Also ich selber fahre 2 Performance und 2 Kashima und ich kann dir, wenn du mir die Augen verbindest, nicht sagen, was ist. Die einzelnen Kartuschen merke ich gut den Unterschied, ja, aber welche Beschichtung merke ich nicht mehr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die neuen 2020er RockShox Gabel, Lyric und auch Pike, die sprechen so fluffig an, die stehen der Fox nicht mehr viel nach. Also man merkt vielleicht ein bisschen was, aber das auch nur im eingefahrenen Zustand, und wenn ich so mit 5 Fahrstunden drauf schon ein bisschen eingefahren, aber noch neue Flüssigkeiten und neue Öle drin und Abstreifer noch alles gut und so, dann merkt man vielleicht einen kleinen Unterschied, aber naja, für den normalen Verbraucher irrelevant. Eine Fox darauf Prozente zu kriegen ist sehr schwer. Es gibt die einschlägigen Händler im Internet, die ein-, zweimal im Jahr so ein Fox-Sale haben. Dann kriege ich so eine Fox 36 Performance für 1,1 anstatt für 1,4 mit einer Grip 2 Kartusche, wenn ich viel Glück habe. Eine Lyric finde ich das ganze Jahr über eigentlich für um die 800 Euro. So, das heißt, zum normalen Straßenpreis, wenn ich nicht gerade Sale abwarte, habe ich einen Preisunterschied von sage und schreibe 600 Euro Markt- und Marktpreis zwischen einer Lyric und einer Fox 36 Factory Grip 2. Performance-technisch muss ich ganz klar sagen, wenig Unterschied. Für den normalen Hobbyfahrer und von mir aus auch ambitionierten, semi-professionellen, wenn mir da einer sagt, ich möchte den Rebound, also diesen roten Knopf, kannst du bei der Fox in Low und High Speed nochmal umstellen in 5 Klicks. Also die 5 Klicks, naja, man kann es aber. Wenn dann einer sagt, ich muss das unbedingt haben, um mein Lebensgefühl zu verbessern, ja gut, dann zahl 600 Euro mehr. Aber der normale Fahrer braucht es nicht. Definitiv nicht in meinen Augen. So. Da geht es jetzt noch ein bisschen um Steifigkeit, Fahrverhalten, Wartungsfreundlichkeit etc. etc. Aber für den Normalo da draußen, der sagt, ich möchte mir eine Gabel kaufen, vielleicht als Upgrade, oder ich möchte mir ein neues Rad kaufen, auf welche Gabel soll ich achten? Wenn ihr ein neues Rad kauft und es ist eine Fox 36 drin, freut euch, alles gut. Wenn ihr ein Gabel-Upgrade machen wollt und wollt eine neue Gabel kaufen, und wollt nicht komplett pleite gehen an dieser Gabel oder habt mehrere Sachen, die ihr vielleicht upgraden wollt, wie eine Eagle und eine Gabel, dann kauft euch lieber eine Eagle, GX Eagle, komplett Upgrade Kit, inklusive einer Lyric und ihr seid immer noch günstiger, als hättet ihr euch eine Fox 36 gekauft. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und performance-technisch werdet ihr wahrscheinlich keinen Unterschied merken. Das sieht bei den hinteren, bei den Dämpfern anders aus. Ich finde, da hat Fox doch schon ordentlich die Nase vorn. Aber da gibt es auch manche, die sagen, ich finde RockShox besser, aber das ist Geschmackssache. Aber ich finde, wenn man jetzt nur mal die reine Performance betrachtet, sind bei den Dämpfern hinten, ist Fox schon mit einem DPX 2 oder so schon eine Nase vorn. Also da kann RockShox mit ihrem Super Deluxe meiner Meinung nach nicht mithalten, von der Dämpfung her. Dahingegen jetzt noch kurz auf die Öhlins eingegangen. Die Öhlins ist eine Gabel, die ich einem, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Anfänger nicht empfehlen würde. Die Öhlins fängt mit der Dämpfung da an, wo die meisten Konsumergabeln anderer Hersteller aufhören. Das heißt, die ist sehr, sehr stark gedämpft und ist nicht so reaktionsfreudig. Wenn einer jetzt hofft, er kann die komprimieren und dann schießt die raus oder so,
Überhaupt nicht der Fall. Das ist eine Gabel, die nicht dazu gedacht ist, jetzt großartig rumzuspringen, zu tun, zu machen, also zu kicken und so, sondern das ist eine Gabel, die will alles glatt bügeln und dafür ist sie auch gemacht. Es ist eine Enduro-Gabel und die Dämpfung ist auch einer Enduro-Gabel würdig. Ich finde, es ist eine sehr, sehr geile Gabel, aber für den Tourenfahrer, der wirklich nur Touren damit fährt, kann ich die nicht empfehlen. Und der sich nicht mit der Materie auseinandersetzt, wie man so eine Gabel richtig einstellt. Also im Vergleich zusammengefasst, bist du ein erfahrener Enduro-Fahrer und springst nicht viel durch die Gegend, sondern möchtest, hast natürlich große Jumps, klar, aber kickst jetzt nicht jede Wurzel ab. Kauf dir eine Öhlins und du hast den Bling-Bling-Faktor und du wirst auch echt damit zufrieden sein. Oder eine DVO Diamond Boost, auch eine sehr, sehr geile Gabel. Wenn du jetzt sagst, ich möchte ein Gabel-Upgrade haben im Enduro-Segment, dann kauf dir eine Fox 36 Elite, reicht auch aus. Oder kauf dir eine Fox 36 Factory, wenn du unbedingt das Goldene haben willst. Und wenn du sagst, ich achte aufs Geld, will eine Enduro-Gabel, die steif ist, die nicht viel in der Wartung kostet und die alles mitmacht, dann kauf dir eine Lyric. Und wenn du sagst, ich möchte trailmäßig fahren oder fahre viel lange Touren und muss ein bisschen aufs Gewicht achten, dann kauf dir eine Pike. Schluss aus Ende. Und eine Pike kommt da auch wieder drauf an, wenn du so Enduro Light fährst, sagen wir mal, und Touren, dann geh dir eine Pike holen, die neue mit der RC2 Kartusche drin. Super Gabel, die gleiche Kartusche drin wie in der Lyric, also funktioniert von der Dämpfung her klasse. Die kannst du so einstellen, wie du das gerne haben willst, für längere Touren als auch für Enduro-Geschichten. Und das meiner Meinung nach bis 85, 90 Kilo auch genug an Steifigkeit bringt die mit. Also von daher auch kein Problem. Wichtig ist hinterher in der Wartung, so eine Fox 36 kostet, glaube ich, 119 oder 129 € plus den Versand. Sei da roundabout hinterher, sagen wir mal, bei 130, 135 € und das alle 25 bzw. 50 Stunden. Ich glaube, die neuen Lyrics und die neuen Pikes sind, glaube ich, auf 100 Stunden hochgezogen worden. Das heißt, in der Zeit, wo ihr mit der Fox eigentlich schon 4 Wartungen haben müsstet, beziehungsweise 2, sind wir mal realistisch, braucht die RockShox nur eine. Und die RockShox ist auch billiger. Die RockShox ist relativ einfach selber zu warten. Man braucht kein Spezialwerkzeug dafür. Und der Kit für die 50 bzw. 100 Stunden, den habe ich jetzt gerade. Da, ich gucke mal gerade, liegt jetzt keiner offen hier rum. Aber der kostet um die 30 €, 35 € und wenn man es selber machen möchte, man muss sich dann nochmal so ein Pott Öl hier, ich habe hier oben noch einen stehen, das ist aber jetzt von Fox, das gibt es auch dann passend von RockShox für die Gabelgeschichte, ist dann sowas hier, das ist jetzt für die Fox-Gabel, das gibt es auch dann natürlich für die RockShox-Gabel und da geht man sich mal so ein Pott davon holen, da kommt man auch locker ein Jahr mit aus und dann hat man Ruhe im Karton. Dann macht man so zweimal im Jahr oder was, reicht dann so eine Wartung auch aus. Aber das sollte ich schon mal in Betracht ziehen. Besonders nach dem Sommer mit dem ganzen Feinstaub und Sand, der da drin ist. Und dann nach dem Winter, also Frühjahr und Herbst, würde ich jemals empfehlen, mindestens eine Wartung der Gabel oder die kleine Wartung durchzuführen. Dann noch kurz auf die Kartuschen eingegangen. Fox 36 gibt es jetzt eine Grip-Kartusche. So ein Ding sieht so aus. Ich habe jetzt hier gerade noch eine Grip-Kartusche liegen. Ein bisschen ölig. Also hier, das ist so eine Kartusche. Die ist dann hier in so einem, hier quasi drin. Das ist jetzt eine Grip-Kartusche, also die einfache aus einer Fox 36 Performance. Oder in den Mazzocchi, in den neuen sind die drin, funktionieren ziemlich gut. Für den Otto-Normalverbraucher finde ich das eine sehr, sehr Sache. Finde ich, ist das eine sehr, sehr gute Dämpfung. Funktioniert wirklich gut. Ist ausreichend. Ich habe nur einen Verstellknopf und kann nichts falsch machen. Kann halt die Low Speed Compression und den Rebound einstellen. Reicht also vollkommen aus. Dann gibt es die Fit 4 Kartusche. Da kann ich euch mal eben mitnehmen.
Efit 4 Kartusche ist das hier. Das heißt, ich habe den Knopf hier für Low Speed und das noch hier, um den High Speed entsprechend einzustellen. Würde ich jedem normalen Hobbyfahrer empfehlen. Bei der Grip 2 Kartusche, da gibt es halt nicht nur 3 Klicks, sondern ich kann in 20 Klicks hier so ein Rädchen drehen und dann obendrauf noch eins. Ist halt nicht für den Fahrer, der sagt, ich möchte mal eben kurz mehr Plattform haben, deshalb stelle ich das mal auf Mitte. Das ist dann die Grip 2 Kartusche, also die mit den Rädchen hier innen und außen. Die würde ich jetzt eher wirklich für extrem ambitionierte Enduristen empfehlen, aber nicht für den normalen Tourenfahrer. Also ich selber, wie gesagt, fahre in dem Yeti hier, wie ihr jetzt seht, in dem SP55 Enduro, fahre ich selber eine Fit 4 Kartusche, weil die für mich vollkommen ausreicht. Und ich fahre auch in dem Epic keine RC2 Kartusche, das ist kein Enduro-Rad, sondern es ist für mich eine reine Trailwaffe. Da reicht mir die einfache Charger und die auf 30% zugemacht. Und dann funktioniert das für mich sehr, sehr gut. Also die Low Speed Compression reicht für mich da vollkommen aus. Bei der Öhlins sieht es ähnlich aus. Da haben wir hier High Speed und hier haben wir dann Low Speed. Ein bisschen andersrum, aber auch vollkommen okay. Ja, ups, ich gehe jetzt mal nicht noch darauf ein, wie stelle ich meine Gabel ein, was mache ich damit, was tue ich damit, aber im Prinzip, glaube ich, ist jetzt für jeden was dabei. Welche Gabel ist für welches Anwendungsgebiet und welche Kartusche ist für welches Anwendungsgebiet. Solltet ihr noch Fragen haben, fragt gerne und ja, ansonsten bis denn dann.